ich schon. Habe ich schon. So, sieh zu. Hast du es auf? Gut. Immerhin. Lad nach. Sehr schön. Von hinten kommt diesmal keiner. So. Aktivieren. Hallo? Ah, ich kann doch springen mit X. Conrad, ich bitte um eine Versetzung weg von Project Alithia. Naja. Ist das da? Da können wir nichts machen, okay. So, komm, jetzt, das kriegen wir jetzt aber diesmal hin, ne? Kann nicht so schwer sein. Wahrscheinlich darf ich nicht so durchrennen, sondern muss mich so ein bisschen nach dem richten, was er auch sagt. Vermute ich mal. Okay. Ganz ruhig. Da geht's gleich weiter. Das nehmen wir mit. Die Marke haben wir. Vorsicht! Die Decke! Ist der tot? Bin ich sicher. Der dreht sich schon so um. Ich sehe ein Parasit! Jetzt machen wir die Tür auf. So, Granate hatte ich eben benutzt. Immerhin sind wir schon mal woanders jetzt hier. Ist die Taschenlampe? Ne, das war schon richtig. Das ist die Taschenlampe. Irgendwie komme ich mit den Tasten auch so ein bisschen durcheinander. Rechts ist anscheinend dicht. Müssen wir hier lang. Okay. Komm mal rein. Dann mach ich gleich. Ich mach jetzt zu. Sehr gut. Da könnte man durch. Da ist auch eine grüne Tür. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Okay, er will hier lang. Du machst die Tür. Ich hab Angst, ich hab Angst. Sieh zu. Fuck, fuck. Würdest du bitte die verkackte Tür öffnen, Junge? Witcher! Bewegung! Bin dabei. Puh. Das sieht nach Spaß. Ja, Kontrollpunkt erreicht. Danke. Hier sabbert's. Was? Ah! Wie scheiße war das denn schon wieder? Bedreiglos, Waffe ausrüsten. Achso, das weiß ich doch. Bräuchte ein Medipack. Hast du eins für mich? Nee. Vielleicht hat es doch Sinn, die Tür hinter einem zu schließen, wa? Dann lade ich mal die anderen Waffen durch. Da ist schon. Gut. Was ist das? Kann ich nicht erkennen. Wo bin ich? Hallo? Ich hänge irgendwo drin. Irgendwo steckte ich da fest. Oh, ist das einladend. Sulaco Actual, wir sind jetzt im ersten Frachtraum. Wenn wir es zum Kontrollraum schaffen, können wir die Tür öffnen und das Ding ins All schießen.
Und mich Aha. fragt keiner. Sagt mal, habt ihr sie noch alle? Wo denn? Da bist du, okay. Ich geh mal hier hinter. Oh Gott, ich dachte, da ist wieder ein Alien, ey. Fuck. Haben wir hier irgendwas zu bedienen, ey? Das ist so geil, dass die auch überall lang klettern können. Das ist richtig cool. Der ist abgeschossen. Hahaha. Ha, ha, ha. Das ist echt geil, wie die so runterfallen. So. Ja, schieß die mal ab, bitte. Okay. Uffala. Oh, ein Medipack. Da oben! Da oben! Kümmern Sie sich um die, ich öffne die Tür! Oh Gott. Das ist unser Ausweg! Ich brauche Deckung, um dich aufzukriegen! Ich bin dabei. Da fallen wir die Pack. Lass mir die Pack haben. Danke. Puh, habe ich noch die andere? Die ist leer. Scheiße, ich muss jetzt mit dem klarkommen. Okay. Oh fuck. Komm wieder durch? Ich will es glaube ich nicht wissen. Kann ich jetzt hier irgendwo was bedienen? Ja, ich bin überfordert. Da geht nichts. Er steht da an der Tür, ne? Kann ich hier was tun? Nein. Ist hier echt gar nichts? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Irgendwo muss ich hier bestimmt was bedienen. Ha, ah, was war das? Ach, da war noch eine Erkennungsmarke. Was ist das? Papier? Ja, kann ich nicht nehmen. Das ist auch dicht. Tja, was tue ich denn jetzt? Soll ich nochmal zu ihm hin? Da! Raider 6-5 hier. Ich hab Sephora Axel dabei. Wir landen, Winter. Verstanden? Verstanden, Raider. Die Frachtraumtüren schließen sich automatisch. Ah. Also Beeilung! Ach du Scheiße. Alle Mann festhalten! Geht davon eine Scheibe weg. Nur am Rande, Axel. Wegen Winter habe ich mein Lieblingsschiff verkratzt, Sir. Das ist ihr einziges Schiff, Reed. Schiff gesichert. Bald ist dieses Schiff voller Marines. Also, suchen wir Bella. Okay, immerhin. Tutorial. Ich habe das Tutorial abgeschlossen. Ernsthaft? Ich habe nur 2 von 3 Erkennungsmarken leider gefunden. Aber immerhin. Ein ganz normaler Tag. Genau. Juhu. Neues Spiel freigeschaltet. Nochmal neues. Aha, blutrote Maske. Interessant. Insektenfänger. Aha, ich habe einiges freigeschaltet. Rekord. Aha. Aha, aha. Gut, ja. Hat auch ganz gut geklappt. Also ich denke mal, die zweite Mission, die werden wir auch noch in Angriff nehmen. Die Aufnahme heute wird nicht so lang. Aufgrund der ganzen technischen Probleme, die ich vorher erwähnt hatte. 2 Spiele sind nichts geworden. Deswegen habe ich heute nicht mehr so viel Zeit zum Aufnehmen. Aber ein bisschen geht noch, denke ich. So. Kann mir mal jemand verraten, was da gerade passiert ist? Wer ist mit uns auf diesem Schiff? Wir haben keine Kontrolle über die Waffen der Sulaco, Sir. Wir sind unter feindlichem Beschuss. Hier ist Raider 6-5, erwidere Feuer! Halten Sie sich an die Einsatzstelle, das ist Menschen unten! Verdammt, die schießen auf uns, Sir! Captain! Wir werden von Menschen aus dem Kontrollraum angegriffen! Was geht da draußen vor? Keine Ahnung, aber Feuer nicht eröffnen, nur erwidern! Können Sie die Brücke der Sulaco erreichen und das Waffensystem ausschalten? O'Neill, wenn Sie es nicht versuchen, werden sämtliche Marines auf beiden Schiffen sterben. Und nein, das war keine Frage, sondern ein Befehl. Also los, Marine! Verstanden. Das ist interessant, wir werden jetzt noch geschossen. Können die Menschen nicht mal in so einer Situation zusammenhalten hier? Nein, können sie nicht. Los! Nimm hin! Nimm das hin! So. Okay.
ist das? Bestimmt was Tolles. Zumindest sind Menschen etwas berechenbarer, würde ich vermuten. Was weißt du? Können wir da noch liegen? Muni? Eine zweite Salve hat gerade die Sephora getroffen. Wir sollten evakuieren, Sir. Ich habe keine Kontrolle über das Waffensystem. Hier reingucken, was da noch so ist. Vielleicht finde ich noch ein paar schöne Sachen. Ich nehme Schaden? Oder was hat er gerade gesagt? Der ist weg. Beine. Haben wir sie jetzt? Bist du einer von meinen? Ja, okay. Okay. Oh, da liegt noch was. Nimm was mit. Gut. Schön. Dann hier lang, ne? Bella. Da steht er. Bella, hier ist O'Neill. Hörst du mich? Wir sind hier in einem massiven Gegenangriff von Menschen. Ich bin hier. Ich verstecke mich in einem Vorratsraum bei Frachtraum 3. O'Neill. Halte durch, Kleiner. Wir kommen und holen dich. Das sind private Militärtruppen von Weyland Yutani. Die sind angeheuert. Was soll das heißen? Das heißt, vergesst die Einsatzregeln. Die verstecken etwas und wir sollten sicher nicht hier sein. Seid vorsichtig. Verstanden. Ja. Uah, macht schon. Aber Bella wird auch bald tot sein, denke ich. Granate auszurüsten. Genau, das habe ich auch schon rausgefunden. Weil die hat ja schon gesagt, dass sie ein Viech in sich trägt. Dass sie etwas Spinnenartiges im Gesicht hatte und husten musste und kaum Luft gekriegt hat und so. Ja, die hat ein Embryo in sich. Das ist eigentlich recht eindeutig. Ach, immer wechsle ich die Waffe. Ich will Taschenlampe anmachen. So. Ein Schraubenschlüssel. Na, ich möchte ganz gerne wieder ein paar Erkennungsmarken finden, ne, wenn es irgendwie geht. Hier was? Nee. Ja gut, dann nächste Runde. Oh Gott, verreck doch. So. Ich habe nur noch 4 Schuss. Dann nehmen wir doch lieber die. Puh. Scheiße, versperrt. Das ist echt versperrt. War lieber nicht lang. Ich dachte, das wäre einer von der anderen. Da ist nichts. Kann man die bedienen, die Teile? Nee, darf ich nicht. Das ist kein gutes Zeichen. Was hast du denn? Keine Ahnung. Kannst du mit einem Powerloader umgehen? Ich habe da im Training was gelernt. Schaffen Sie Powerloader einen Ausgang? Den da hier? Ach du meine Güte, mit dem soll ich jetzt... Oh Gott, oh Gott. Aha. Ich wollte das kurz strecken. Drücken Sie R1 mit dem rechten Arm, L1 mit dem linken Arm. Das war's schon, ne? Ja, gut. Und was soll ich jetzt genau machen? Wo steht er denn da? Muss ich hier irgendwie... Was soll ich denn machen? Soll ich hier was weg... Soll ich den hier wegtransportieren? Was ist denn im Weg? Wir fragen mal so. Ist die hier im Weg? Ich weiß noch nicht genau, was ich eigentlich jetzt aus dem Weg räumen soll. Er war doch eben da hinten zugange. Soll ich da mal eben hinkommen? Ich geh da mal hin. Da hat er irgendwie gesagt, das ist irgendwie ungünstig oder so. Aber die Tür ist doch definitiv zu. Ich gehe mal zu ihm hin. Und jetzt? Ja. Was soll ich denn tun?
Ich bin mir gerade nicht sicher, ne? Habe ich Ziele? Warte mal. Schaffen Sie mit dem Powerloader einen Ausgang? Doch da hinten vielleicht? Oder wie? Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Ausgang sein soll. Ist das hier der Ausgang? Ah. Okay, hab's verstanden. Das sieht sehr einladend aus. Ach, habe ich die jetzt dazwischen geklemmt? Ah, alles klar. Huiuiui. Das sieht toll aus. Um Gottes Willen. Hört das denn nie auf? Actual, sehen Sie das auf unserer Kamera? Wer sind diese Leute? Unsere Kamera? Da hinten ist Bella. Die suchen wir gleich. Ich will mal gucken, da hinten liegt auch noch was rum. Ich soll da zwar nicht hin, aber ich möchte die Sachen haben. Panzerung ist gut, denke ich. Es ist schon sehr cool. So. Ist die Taschenlampe schon wieder aus? Warum? Wer macht denn immer meine Taschenlampe aus, verdammt? War bei The Last of Us auch schon so ein Problem, dass sie immer aus war nach irgendwelchen Cutscenes oder sonst irgendwas. So, Bella, dann... Oh Gott, hier sabbert schon was. Fuck, wo ist er? Ich habe ihn eben gesehen, hier ist ein Facehugger. Hier ist gerade ein Facehugger lang gesprungen. Habe ich es erledigt? Ja, da brennt. Da ätzt was, sagen wir mal so. Da ist auch was. Das war ein verschlossenes Ei. Dr. Stanton, Ihr Versetzungsgesuch wird abgelehnt. Schön. Aus dem einfachen Grund, dass es keinen Anlass zur Nervosität gibt. Ich verstehe, was Sie durchmachen. Glauben Sie mir, vor einigen Wochen war ich genau in Ihrer Situation. Doch man hat mir ausdrücklichst versichert, dass unsere Sicherheit höchste Priorität hat. Sie haben sicherlich schon die neuesten Sicherheitsvorkehrungen unserer Spender bemerkt. Mit den zusätzlichen Soldaten auf der Sulaco sind Sie sicher. Mhm, total. Abgesehen davon, dass die auf uns schießen und uns töten wollen. So, Augen aufhalten. Sind hier noch verschlossene Eier? Ja. Oh, das war das Impulsgewehr. Warte mal. Oh ja, oh ja, oh ja. So. Dann lass uns mal schneiden. Wir müssen ja Bella finden. Das ist ja noch unsere Mission heute hier. Das wollen wir auch noch schaffen. Ja, da bewegt sich was. Die kriegt man wahrscheinlich mit der Schrotflinte sogar besser. Aber, ich weiß auch nicht. Ja gut, vielleicht ist es tatsächlich gerade besser damit. Die sind zu. Also eins davon war zu. Nicht, dass hier gleich eins direkt um die Ecke steht. Das kann natürlich auch noch passieren. Also Facehugger, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob das hier dann sofortiger Tod ist. Wahrscheinlich in diesem Spiel schon. Weil wenn die einen haben und sich ein Embryo in einen da platzieren, dann hat man eigentlich schon verkackt. Ja, er geht da ganz locker lang. Mhm.